Jo, moin Leute, hier ist Martin. Ich probiere heute mal wieder ein Spiel aus, und zwar ist auch wieder so ein Sammelkartenspiel. Die finde ich ja besonders gut. Bin immer mal auf der Suche nach neuen Spielen, bin jetzt auf ein Spiel gestoßen, das nennt sich RuneScape Legends. Ist ganz witzig, ist mal ein anderes Sammelkartenspiel, als dass man es so klassisch kennt. Vielleicht ist es eine Alternative zu Hearthstone oder zu Gwent, wer weiß. Ich will das heute mal ausprobieren. Mit dabei ist mein Kumpel Tesh. Moinsen. Genau, wir wollen gleich zusammen gegeneinander kämpfen. Also man kann irgendwie Solo-Abenteuer machen, aber der Hauptschwerpunkt des Spiels ist natürlich auch wieder gegen echte Gegner zu kämpfen, bessere Karten zu kriegen, sein Deck zu leveln. Jo, wir legen einfach mal los. Hier unten rechts. Seht ihr, also mein Kumpel hat sich hier Sorin Markov genannt. Er ist halt fast Russe, keine Ahnung. Ich gehe hier Das ist auf aus die. Magic. Ach so, das ist auch das grüne Symbol. Hab ihn jetzt herausgefordert. Wir alle wissen, dass ich gewinnen Oh. werde. Ich habe es gerade noch gesehen, aber jetzt ist es irgendwie weggegangen. Ah, okay. Ich glaube, du musst mich nur einladen. Ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nochmal herausfordern kann. Das kann ich ja mal probieren. Ja. Ja, die ersten Probleme, wie ihr seht, wir haben das auch noch nicht so oft gespielt. Ah. Jetzt klappt's, jetzt startet die Herausforderung. Hier sind die Decks, die man sich aussuchen kann. Die Charaktere, die man freigespielt hat, sind noch nicht so viele. Wen möchtest du spielen, Tesh? Ja, weiß ich noch gar nicht. Ich habe gerade hier eine neue Legende, die du gerade gespielt hast. Die Vampir-Lady. Okay, also Vanescula, dann spiele ich mal jemand anders. Ich spiele mal Ozan, den Dieb. Habe ich auch noch nie gespielt. Obwohl, nee, ich spiele den Raptor, da bin ich schon ein Level weiter. Okay, hätte ich das gewusst? Ja, ich bin jetzt auch nämlich Nuller. Okay, wird Achso, für mich sorry. hart, aber ist natürlich kein Problem. Kein Problem. Gegner gefunden. Jetzt müsste es gleich losgehen. Ja. Hier seht ihr das Eröffnungsblatt und hier in der Mitte ist so eine Münze, die sich dreht. Die war gerade auf 2, das heißt natürlich, ich fange als Zweiter an, um den Nachteil auszugleichen. Habe ich eine Karte dazu bekommen. Jetzt kann man zwei Karten abwählen. Ich glaube, da müsste auch gleich so eine Zeit laufen. Ich kenne die Karten alle nicht. Das erste Mal, dass ich diesen Charakter spiele. Mal gucken, ich glaube, ja. Was für Effekte die haben. Also generell sind die Karten so aufgebaut, dass man oben links und rechts auf der Karte sieht, die Uhr tickt schon runter, ja, welche Fähigkeiten die Karte hat. Also eine Flamme ist die Angriffsstärke und rechts sind die Leben vom Gegner. Und unten auf den Karten sieht man, was man gewinnen kann. Ich muss jetzt mal ganz schnell gucken, was ich nicht brauche. So ein 13er Gold zum Beispiel werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Hat nicht geklappt. Muss ich alles behalten, was ich habe. Dafür habe ich euch ein bisschen was erklärt. So, und jetzt im ersten Zug. Da gibt es nämlich, glaube ich, kein Zeitlimit. Hier seht ihr unsere beiden Charaktere. Ich bin dieser Typ mit den Pfeilen. So ein Dieb und Tesh spielt so ein Raptor, so ein Kämpfer mit starker Rüstung. Wir platzieren hier unsere Karten. Und zwar treten wir gegen unsere Karten selber an. Leveln uns hoch. Das hier ist so das erste Level. Es gibt immer fünf Level und wenn man diese fünf Level durchlaufen hat, kämpft man halt gegeneinander, wenn der Gegner dann noch lebt, wenn man ihn nicht vorher irgendwie schon killen konnte. Und ja, die Karten haben verschiedene Effekte. Es gibt Gegnerkarten, die man besiegen muss. Es gibt Karten, die dem Gegner, also dem menschlichen Gegner praktisch Schaden machen und man kann sich buffen und so weiter. Hast du deine Sachen schon verteilt? Ich nämlich noch nicht. Ich fange jetzt mal schnell an. Ich bin auch noch dabei. Okay, das ist perfekt. Ich frage mich irgendwie, wie ich dieses Freundefenster wieder wegbekomme. Es steht bei mir auch noch da drin. Weil ich komme gar nicht an die Teile rechts ran, weil. Oder kann ich gar nicht. Ich kann nur vier, eh nur, hab eh nur vier Plates, ne, die ich mit Karten belegen kann. Drei, du kannst immer drei belegen, glaube ich, pro Runde. Nee, ich kann jetzt, hab jetzt vier ausgewählt gerade. Naja, ich werde es ja gleich sehen. Hast du auch vier verteilt?
Ja, vier Karten, ja. Achso, ich dachte, es gehen immer nur drei eigentlich. Okay, dann mache ich auch mal vier. Vielleicht habe ich auch, haben wir eben immer, habe ich Damit eben ist immer eins unser zu wenig Geschick gemacht. entschieden. Jetzt weiß ich auch, warum ich eben verloren habe. Wir haben nämlich eben schon mal eine Probepartie irgendwie gemacht, die für mich nicht ganz so positiv verlaufen ist. Es geht aber nicht, also anscheinend gehen wirklich nur drei jetzt. Oder hast du noch nicht alle verteilt, Tesch? Bei mir ist hier das Symbol nämlich noch Doch, rot. ich komme da nur nicht rauf, weil das Freundefenster davor ist. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Normalerweise ist da mal so ein X, wo man das wegklicken kann, aber das ist hier irgendwie nicht. Komisch, Ah, ne? okay. Wegschieben kann ich das auch nicht. Also bei mir geht gerade nichts, weil es irgendwie. Aber hier an der Seite sind so Pfeile, kannst du das nicht irgendwie runter machen oder so? Nee, ach, er startet jetzt von alleine. Ah ja, er hat gestartet, perfekt. Jetzt durchläuft man praktisch die Karten. Also hier seht ihr meine erste Karte, gegen die ich praktisch antreffe. Es ist ein Zweiergegner. Ich habe hier unten zwei Angriffsstärke, ich hau ihn also weg. Eine Angriffsstärke dazu bekommen. Im Hintergrund kämpft halt Tesh gegen seine Gegner. Hier oben seht ihr, was bei ihm passiert. Er hat Rüstung dazu bekommen. Das kann ich zum Beispiel nicht. Das ist eine Spezialfähigkeit von seinem Charakter sozusagen. Er hat jetzt 28 Stärke noch. Ich habe noch 27. Ich wurde auch gerade irgendwie mies von einem Wolf angegriffen. Unsere Lebenspunkte gehen schon runter. So, erstes Level haben wir durchspielt. Man läuft praktisch immer, durchspielt die Karten, die man sich hingelegt hat. Jetzt kommt das zweite. Hier seht ihr, wie es im Moment steht. Er hat mal wieder fette Rüstung aufgebaut und ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich habe ein bisschen mehr Angriffsstärke gerade, das wird sich aber wahrscheinlich gleich ändern. Jetzt muss ich gucken, ich habe zwei Gold. Einige Karten sind ziemlich teuer, die kann ich noch nicht machen. Es sei denn, ich krieg in dieser Runde irgendwie Gold noch dazu. Joa. Das ist das bisher. Ich werde mal diese Karte hier hinlegen. Wenn auf der Karte zusätzlich nochmal steht, entferne 6 TP, bedeutet das, dass ich das dann bei Das hier. meiner eigenen Kreatur Genau, mache? genau. Boah, dann sind einige Karten aber echt ganz schön schlecht, ne? Sie hat wahrscheinlich einen starken Effekt dann irgendwie. Naja, ich muss erstmal 7 kriege ich Schaden, dann entferne ich nochmal 6 TP, also insgesamt 13 Schaden und dann kriege ich 8 Rüstungen. Ja. Wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, das ist kein guter Deal. Ich glaube, ich habe gerade nicht so richtig zugehört, aber Mehr Gold stehlen, bevor ich sie verwenden kann. ja, macht nichts. Damit ist diese Geschichte geschrieben. Ja, also klar, Geht einige Karten sind halt irgendwie zufrieden. nicht wirklich gut. Ja. Beziehungsweise in bestimmten Situationen vielleicht gut. Ganz durchblicke ich auch noch nicht. Also ich habe jetzt irgendwie probiert, mehr Gold zu bekommen durch diese Karte. Pyramide der Plünderer greift danach diese Kreatur an mit zwei Leben und zwei Angriff, kriegt nochmal zwei Gold und kriegt dann so ein fettes Schwert, mit dem ich dann Tesh gleich verprügeln werde. So ist die Theorie zumindest. So. Wie sieht's bei dir aus? Schlecht, aber wir schauen mal, wir schauen mal. Ja, Das ist diese Runde alles werde ich auf jeden relativ Fall ungünstig hier. nichts groß auf Angriff machen. So, da wird bei mir auch nicht so viel passieren. Ich habe ihm sogar gerade Gold geschenkt, habt ihr gesehen? So bin ich. Ja, Ich sehr bin freundlich sehr von dir. Ich werde es auch dafür benutzen, was freigebig. um es gegen dich einzusetzen. Boah, jetzt habe ich nur noch 19 Leben. Das ist ziemlich uncool. Er hat jetzt hier gerade noch eine Angriffsstärke dazu gekriegt. Auch richtig hohen An. Hattest du gerade vier Gegner? Nee, ne? Vier Karten? Nee, ne? Nee. Drei auch nur, ne? Oder habe ich wieder einen zu wenig verteilt? Ich glaube, ich habe wieder einen zu wenig verteilt. Ja. So wird das auch nichts. Ja, okay.
Ja, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit immer. Irgendwie war ich der Meinung, man kann nur drei Karten platzieren. Deswegen habe ich immer nur drei Karten platziert. Das ist natürlich ein mega Nachteil. Ja, mein Plan diesmal, vielleicht seht ihr das, einfach ein bisschen mehr Schaden machen. Ein bisschen Leben zurückkriegen. So sieht diese Runde aus. Also ist ja auch im Grunde egal, für euch ist es spannender, wenn ich euch das erzähle, wenn der Tesh das jetzt hört. Normalerweise sollte der Gegner das natürlich nicht hören. Strategie schon angepasst. Genau, also ich füge dem Gegner jetzt Schadenspunkte gleich zu. Dann ziehe ich Karten. Also er hat halt die Rüstung mit 18, so, da komme ich jetzt wirklich schwer durch. Das ist echt schon Wahnsinn. Hätten mir auch nochmal Schaden gemacht. Diese Runde sieht auch wieder nicht so gut aus für mich. Ich habe aber neue Karten gezogen. Die Rüstung ist echt schon mies. Ich habe nur eine einzige Karte in diesem Spiel gespielt. Echt? Ja, irgendwie das andere war alles nicht. Okay, aber es war anscheinend keine schlechte Strategie, weil du hast immer noch mehr Lebenspunkte als ich. Und noch Rüstung sogar. Ja. So wie ihr seht hier, werde ich jetzt erstmal gegen den Gnomenwächter kämpfen, um Gold zu kriegen. Treffe dann auf einen Verbündeten, der mir das hier gibt. Das ist Angriffsstärke. Und dann... war es das leider auch schon, weil meine anderen Karten nicht passen. Richtig ärgerlich. Also richtig gut gefällt mir der Dieb bisher nicht. Ist das überhaupt ein Dieb? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Hier, achso, hier, wenn man hier drauf drückt, kann man irgendwie dem Gegner noch nette Dinge sagen. Ich verspotte ihn mal. Sehr lustig. Ach, man kann nur alle 5 Sekunden eine Geste schicken. Wie wär's, wenn wir stattdessen einen trinken gehen? Loben kann man ihn auch. Ha, sehr gut. Also ich finde, das Spiel macht schon Laune so. Also kann man, ja, gerade wenn man sich später selbst ein Deck zusammengestellt hat, was irgendwie ein bisschen besser funktioniert. So jetzt, dass ich nur 2 Karten ausspielen kann, ist natürlich irgendwie nervig. Auch dass du irgendwie die ganze Zeit irgendwie Rüstung bunkerst so. Jetzt bin ich mit meinen Karten durch. Er macht da noch weiter, aber die Runde davor war es ein bisschen umgekehrt auch so. Ich habe jetzt ein fettes Drachenlangschwert. Jetzt seht ihr, jetzt kommt auch das letzte Level und dann werden wir gegeneinander ankämpfen. Und er hat ein fettes Drachenlangschwert, okay. Was man leider gar nicht sehen kann, ne? Nee. Ich habe halt viele Karten, die was kosten und kann irgendwie gerade nichts wirklich richtig kaufen. Das ist ärgerlich. Machen wir das hier. Wie war das noch? Die okay. Zahlen, die oben, also die Symbole, die oben sind, das ist das, was mir angetan wird. Und das, was unten steht, ist das, was ich... Was du bekommst, genau. Ja. Ah, genau, und das rechts oben an der Karte, das im Herzsymbol, das waren immer die Lebenspunkte, ne? Ja. Der Kreatur dann sozusagen. Ja. Ich überleg noch. So. Ich habe alles verteilt. Genau, mein Plan ist, ich warte noch mal, bis du alles verteilt hast, bis ich sage, was mein Plan ist. Ja, ich bin auch jetzt... Dass ich ihm... Ja, okay. Wenn mein Gegner eine Waffe halt
hat, erhalte ich 5 Rüstungspunkte. Nicht schlecht. Die nächste Karte ist, wenn mein Gegner eine Waffe hat, erhalte ich 5 Rüstungspunkte. Ach, schon wieder? Ja. Das ist ja brutal. Genau, passt mir ganz gut. Ja. Die nächste Karte muss ich gegen diesen werfenden Troll kämpfen. Wenn ich den besiege, kriegt mein Gegner 4 Schadenspunkte. Und das letzte ist, ich mache einfach ein bisschen Schaden. Aber nicht genug, glaube ich. Er hat halt... Ich glaube, ich habe 1 Schaden gemacht eben oder so. Und ja. Jetzt ist der große Endkampf. Wird auch, glaube ich, lustig. Also wir haben beide... auf jeden Fall. Beide schlagen wie schon... ein bisschen mehr Schaden. Ja. Gut aufeinander ein, so. Oh nein! Er hat allerdings den ersten Schlag. Deswegen wird er wohl nicht gewinnen, sondern ich. Ja! Du hast immer einen Schaden mehr gemacht. Das hat dich... Hat auf jeden Fall im Endeffekt mehr gebracht als die ganze Rüstung und Lebenspunkte. Jetzt habe ich hier irgendwie was gewonnen, so ein paar Karten, die ich zu meinen Decks hinzufügen kann. Ist ganz nett. Was ist dein Fazit zum Spiel, Tesh? Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Also muss man halt nochmal länger sehen, ob es auch länger fesseln kann, ist ja immer so. Aber so die erste Runde, die hat schon echt Spaß gemacht. Ja, also gerade dieses Gegeneinander-Spielen irgendwie auch finde ich irgendwie nett so. Wir sind eigentlich auch auf der Suche nach einer Koop-Variante, so ein Koop-Sammelkartenspiel oder so, wäre auch irgendwie mal lustig. Ich finde, ob es jetzt eine wirkliche Alternative zu Hearthstone oder zu Gwent ist, also mit Gwent hat es ja irgendwie gar nichts gemein, mit Hearthstone, auch kann ich nicht sagen, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, was man mal antesten kann, ist lustig, Nette Grafik, irgendwie im Gegensatz zu den anderen, sehr actionreich. Ich finde das Schlachtfeld lustig irgendwie, dass man auch selber sich die Karten hinlegt, gegen die man kämpft. So. Es ist mal was anderes. Lohnt sich mal reinzuspielen, vielleicht habt ihr ja auch mal Bock drauf. Erstmal danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss. Ciao.